Der ist direkt in die Hölle nach Mordor zurückgesprungen, damit er jetzt gleich wieder irgendwo aus irgendeinem Loch rauskommen kann. Oh, Tom hat jetzt mal einen Fährentank am Start. Wo wollt ihr hin? Mit wem schreibst du eigentlich SMS gerade? Oder WhatsApp? Deinem eventuellen Date. Du Schmutzfuß. Bei Tinder oder bei WhatsApp? Von Tinder auf WhatsApp. Von Tinder auf WhatsApp. Also ist das die nächste Stufe? Ja. Okay, also Nummer hat er schon mal, jawohl. Wie geht's dann weiter? Heute noch oder? Also heute noch in der Bar oder am Wochenende? Ja, ist am Wochenende, wenn alles gut geht. In Hannover? Ja. Boah. Ernsthaft? Hast du den gesehen? Oh, ich weiß, dass ich dafür. Ich werde dafür bluten. Oh, komm jetzt, verpiss dich doch mal hier, man. Wie kann man so nutzlos sein, Alter? Vor allem, es steht hier einfach nur ein Glotz. Der schießt ja nicht mal, ne? Unser Centurion HNX. Ich klinge mich ein, ja. Ich mach, Oha, Stan. Tschüss. Du hast jetzt auch mal einen kommen lassen, ne? Kurze Zündschnur heute? Nee, aber sowas nervt mich. Wenn ich da quer fahre und ich kassiere dafür und der Typ steht da einfach nur blöd rum und macht gar nichts, krieg ich die Vollkrise. Ei. Wow. Lass erstmal da unten die Typen farmen, dann weiter pushen. Okay, lass erstmal aus der Basis kassieren, dann weiter pushen. Kranwaren, Plätze müssen verdichtet sein, da in das 277er, der Weltklasse. Ja. Das Action X, der geht wieder auf den Sack. Steht noch ein E5 in der Basis. Ach, da. Alles da, alles da. Ach komm. Ist die Kanone wirklich so kacke? Boah, Alter. Jeder mit jeder beschissenen Wurstkanone trifft gerade besser. Das ist noch ein Jagd-E. Gestunt treffe ich. Ja, ich bin jetzt. Ich muss jetzt aufpassen. One-Shot für die Arti. Und unsere. Ich weiß nicht, was machen unsere beiden Klicker da eigentlich? Warum schießen die auf das 277, ey? Das steht doch da eh völlig nutzlos offen rum.
Die drei von links, Tom. Habe ich gefunden. Ich bin wahrscheinlich gleich tot. Arti und so. Boah, dieser WZ, der geht mir so auf den Sack. Der VZ, meine ich. Terrorzwerg, vielen Dank für die 7 Monate. Dankeschön, vielen Dank für den Resub. Danke dir. Dankeschön, vielen Dank, Terrorzwerg. Danke. Komm. Jetzt jodelt der VZ da rum. Ja, auf Tom. Es ist so krass. Wow. Ja, mit diesem ganzen Spielzeug da oben auf deinen Panzer ist das auch kein Wunder. Nein, meine Gun trifft nischt. Ja, weil du dich dann so verunstaltet hast. Das ist ein Skin, Mann. Der macht unverwundbar. Genau, und das auch noch. Nur treffen tust du dann nichts mehr. Nazgul, vielen Dank für die 33 Monate Twitch Prime Support. Dankeschön, ja, das ist halt bitter. Gut, ja. Die schwere MG hinten drauf, das natürlich macht den Form ein bisschen unrund. Meinst du, dass das daran liegt? Ja. Ja. Stimmt, das Gewicht sich da hinten. Muss tiefer ziehen. Oh, hau. Tom hat doch gerade gesagt, tiefer. Hörst du nicht zu? Weil der tiefer ist. Oh ja. Aber, oh, bounce, nice. Aber bouncen tut er wie ein großer. Nur wie gesagt, das Treffen ist halt schwierig. Ja, läuft nicht. Jeder trifft hier besser, auch der FV mit seinen Pixel-Shots da. Die sind alle Weltklasse gut, sind die. Ja, ich glaube auch, dass die Maus gleich fliegt. Du sagst, ohne den Skin geht's besser? Bestimmt. Okay. Moin Lucifer. Hallo Pit Richie. Sagt ihr auch, ohne den Skin geht's besser? Vielleicht liegt's auch an den extra breiten Ketten. Ja, muss Z auch entscheiden zwischen Unverwundbarkeit oder Treffen, ne? Ja. Ich nehme lieber Treffen. Hallo Juri Meiner, grüße. Her durchgekappt. Jawohl. Okay, dann muss ich da optisch noch mal was ändern, habe ich gehört. Bedingt. Bist du morgen auch da, Tom? Ich habe jetzt quasi Monat frei, ja? Monat frei. Morgen geht dieses Mini-Event los. Na, können wir so ein Dann kannst du, hast einen Monat jetzt Zeit, deinen King Tiger Capture zu zerren. Ich dachte, das geht innerhalb von einem Tag. Das will ich stark hoffen. So lange wollte ich da jetzt nicht spielen. So. Ich habe mich befreit und habe die Optik gewechselt. Moin Herrschi, Grüße. Stan hat auch Clan digital drauf. Jawohl. Das kann ja nur gut werden. Die Tarnung noch mit Namen kennst. Weil ich sie gerade ausgewählt habe. So,
So ein Sieb ist mein Gehirn noch nicht, dass ich mir das nicht mal für 2 Sekunden merken kann. Nachher fragst du mich das in einer Stunde nochmal wieder, habe ich es vergessen. So. Ab zum Wasser, oder? Jawohl. Außer Stan. Stan kann Basecamp machen. Nö. One Punch Bud, du hast vergessen, der Burrask, dem sie den Burrask gebracht haben, jetzt noch den T-56 ins Game gehauen. So. Ab auf das Wasser. Dem Schaden hinterher. Ey, was geht? Erstmal, ich liebe es. Erstmal jeden anrammeln. Dieser Panzer ist so hoch, dass man sich über jeden Zweifel erhaben fühlt. Bis man brennt. Ja, Heavies. Wieso bekomme ich französische Werbung auf deinem Stream? Dies, das, Niklas. Das musst du dich selber fragen. Mittlerweile leben wir in einem Zeitalter, wo jeder personalisierte Werbung bekommt. Wenn du mit einem VPN zum Beispiel irgendwie unterwegs bist. Oder wenn du ein Perverser bist. Was? Oder in Essen, Frankreich gerade. Oder du gerade in Frankreich bist. Oder an der Grenze. Oder du ein Perverser bist. Du nach Französisch gegoogelt hast. Und AV passiv. Man kennt sie. Man kennt sie. Die Perversen. Sterben auch nie. Dan guckt immer nur nach Natursekt. Was ist das denn? Ja, was? Ah ja, als wenn du es jetzt nicht wüsstest. Richtig. Ich mag lieber Kaviar. Ihr habt angefangen, meine Freunde. Du räudiger Köter, Alter. Ich als Hamburger Kiezkind, ich kenne alles. Ich bin Stullen an, die Junge. So. EBR erstmal ausschalten, please. Ich push die TDs da. Moin Speedy. Hallo Blickhäuser. Ich bin kein Lude, ich bin Stullen, Andi. Anshuro, vielen Dank für die 6 Monate Twitch Prime Support, Dankeschön, vielen Dank. Und Sitting, vielen Dank für die 3 Monate Twitch Prime Support, Dankeschön, vielen Dank. So, aber jetzt hier noch nicht wasten, wir müssen uns hier noch ein bisschen... Das ist hier noch nicht Game Over, das... Der Satz nicht 10 Sekunden später kommen kann. Ist schon tot, oder was? Nee. So, fick den. Ich wollte den. Einfach nur auseinandernehmen, den Dude da jetzt. Wieder eher ein 100 da oben steht. Wow. Was sind das für Typen, Alter? Wieder schlauer als ich hier. Treff wieder nichts mit der Kanone.
So, jetzt hier mal spotten, Alter. Pass auf, nicht vorfahren. Da steht 260 und... Beweg mich bloß. Wieder kein Schaden. Ja, ein Reload. Lass den Platz nehmen im Haus, wenn du willst. Du kannst geradeaus fahren, da steht ein 260 und ein CS63. Die ballern hier wie blöd rein und. Na gut, dafür müsstest du dann noch weiterfahren. Ah, 121B, Mann, komm jetzt mal hier. Scheiße mit der Scheiße. Stand hier eigentlich die ganze Zeit eine Grille, die uns gespottet hat? Ja, ist was. Da ist die Ratte. Tötet ihn. Jetzt nehmen wir jetzt die Grille auch noch. Wenn die Grille war. Da ist noch eine Grille. Da war noch eine Grille. Boah, da hinten ist aber noch, da hinten ist aber noch HP, ne? Objekt 430U steht auch noch in der Bild. Ja, ist das mein Rückenfreikampf, oder? Ja, ja. Kommen wir an die ran? Ich stehe in der Kuh hinter dem Haus. Ja, wollen wir die Maus macht Zeitswapping in der Straße. Halt das Problem, dass die gleich auch von hinten aus der Base auf uns schießen. Ja, schießen schon. Oh, null Damage, gute Runde. Das ist auch der, warum fährst du den Panzer eigentlich auch? Das ist der größte Haufen Scheiße, den Wargaming jemals rausgebracht hat. Crossy, vielen Dank für die 10 Monate. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Und Fliesenkleber, vielen Dank für die 42 Monate. Dankeschön. Also der, in meiner Welt ist der Panzerkampfwagen 7 der schlechteste Zehner überhaupt. Hab vorhin eigentlich ganz gut Runden gehabt, aber. Es lag daran, weil er so einen überragenden Klicker dabei hattest. Und das wird's gewesen sein, ja. Nein, jetzt kann der SCB von hinten auf mich schießen und was. Aus der Base trifft er mich da. Wow. Noch zwei für die im Haus. Frage ist, wo ist die Maus? Okay. Moin, Bessler. Hallo, Beuteltäubchen. Oh, ich sehe jetzt schon, das ist jetzt schon 4-6 Damage, ne? Mhm. So, eindeutig das Skin. Ja, Stan hatte wieder immer recht. Danke, Stan. Ja, kein Problem. Jetzt hat die Kanone auch die ganze Zeit getroffen, anders als in der Runde davor. Stan, Mann. Danke. Also die Kanone war wie ausgewechselt. Es war wahrscheinlich wirklich das fette Maschinengewehr oben drauf. Ja, das Baum lief unrund. Was denn? Ja, sonst hättet ihr nicht so viel Schaden machen können. Ja, mal. Du musstest dich ja auch aufs Coaching konzentrieren. Hey. Ich weiß.